Bitte begrüßt sie mit einem Riesenapplaus. Hier kommt für euch Thomas Schmidt. Ja, danke schön. Hallo. Hallo. Vater ist wieder dicht. So. Der wohnt hier. Ja, ich bin Thomas Schmidt, ich komme aus Köln, ich bin 32 Jahre alt. Dankeschön. Und ich habe ein Hobby, ich liebe Tiere. Das ist mein absolutes Hobby, ich liebe Tiere. Ich habe ein ganz besonderes Lieblingstier und zwar den Seehund. Okay, keine Fans hier, schade. Ich erkläre euch, warum der Seehund ist das schönste Tier. Ich finde, das Gesicht von dem ist einfach so wunderschön. Der guckt immer nett, der ist nie böse. Die laufen nicht durch den Zoo, gestresst irgendwie so von wegen, oh, schon wieder unbezahlte Überstunden, was eine Scheiße. Die sind immer nett und die gucken und ich durfte mal einen streicheln und das ist das schönste Gefühl. Wenn ihr die Chance habt, streichelt die. Das ist, diese Haut ist so glatt, dagegen ist Eis, Schmirgelpapier. Man rutscht förmlich aus und die gucken halt immer so schön an. Das mag ich total. Und die sind sehr glitschig, das mag ich komischerweise auch. Und dann ziehe ich mich aus, andere Geschichte. So. Ich habe tatsächlich mal geträumt, dass in meinem Flur 12 Seehunde liegen und ich rutsche nackt über die drüber. Ich weiß nicht, warum die nackt sein müssen. Keine Ahnung. Beziehungsweise ich. Aber ich liebe das. Und das Schönste an Seehunden ist, wenn denen langweilig ist, und denen ist oft langweilig. Die sitzen selten irgendwie auf dem Sportplatz und trainieren. Die setzen sich dann hin und weil die so riesen Flossen haben, klatschen die einfach die ganze Zeit und freuen sich einfach, dass sie zum Beispiel nicht tot sind. Das ist deren, dann freuen die sich und sagen, jawohl, das hier ist besser als tot. Und als ich das erste Mal gehört habe, war mir klar, ich kaufe mir einen für zu Hause. Ich brauche einen, ich in so ein Tiergeschäft, ich so, einen Seehund bitte, sagt er, kiffen Sie? Ich so, ja, aber ich hätte gern Seehund. Also, was soll das? Hat er gesagt, haben wir nicht. Ich so, eine Alternative, sagt er, Hamster. Ich so, was? Die klatschen nicht und wenn ja, wie sieht das aus? Ich höre nichts, das muss... Ich sag euch, was der Plan ist. Ich will mir einen kaufen, ins Wohnzimmer hinstellen und dass er da einfach sitzt, den ganzen Tag klatscht. Einfach nur, dass mein Nachbar denkt, Gott, hat der Junge viel Sex. Gut, jetzt habe ich eine dicke Freundin, klatscht auch. Weißt du, die Reaktion ist immer so, oh, aber was soll ich machen? Ich kann ja nicht lügen, ich kann nicht sagen, ja, hörst du nicht. Ist wie bei so einem Profiturmspringer. Du hörst es, da ist eine Menge... Masse im Weg und es wird eine Menge Luft verdrängt einfach. Das ist so, ich kann es nicht sagen, wir hatten mal romantisch Sex, so mit Kerzen, einmal rein, Kerzen aus. So. Es ist... Bin ich zu den Kerzen gelaufen, will die wieder anmachen, klingelt es an der Tür, ich gerannt, steht mein Nachbar da. Haben Sie einen Seehund? Ja. Ah, ich liebe meine Freundin, das ist Wahnsinn. Wir sind erst 6 Monate zusammen, muss man dazu sagen. 6 Monate erst und davor hatte ich eine 10-jährige Beziehung. Es war alles perfekt in dieser Beziehung. Ich dachte, das geht für ewig. Sie fliegt in Urlaub, ruft mich am Flughafen noch an und sagt, ach so, ich mache übrigens Schluss. Klick. Das, nee, schon okay. Ich bin drüber hinweg. Das ist schon Hure. Und, das ist meine Rache. So. Und ich habe mit meiner Freundin, also wir sind beide 32, das heißt, Sex ist so, ja, macht man, aber es gibt Schöneres. Und ja, aber das Anstrengende ist, ich habe oft so ein Stechen in der Brust, dann sage ich, komm, das reicht. Und dann, also wir haben Sex, aber wir gucken lieber Filme, das ist besser, weil da haben beide Spaß, das ist gut. Ja, es ist scheiße, Sex zu haben, wenn einer weint und sagt, bitte nicht mehr. Denn ich weine ziemlich ungern und... Und ich bin der aktive Part, das ist mega blöd. Nee, deswegen gucken wir Leuten in Filmen beim Sex zu. Das ist unser Sex. Den beim Sex zugucken, getrennt auf Toilette, wiederkommen, sagen, das war krass. So. Und wir haben letztens so einen Film gesehen, da hatten die richtig hart miteinander zu tun. Also richtig hart. Wo ich mir schon dachte, Digga, hör auf, meine Freundin guckt zu, das kann ich nie nachmachen. Und dann sind die irgendwann fertig, liegen auf dem Rücken, total entspannt. Es dauert 10 Sekunden, dann dreht sie sich auf und die machen es nochmal. Meine Freundin sitzt da so, hä? Ist das derselbe Typ? Spulen wir zurück. Das ist derselbe Typ. Das geht ja, das würde ja bedeuten, dass sie zweimal direkt hinter... das geht doch gar nicht, oder Thomas? Ich sag, nein Schatz, das ist ein Film. Niemals.
Kurz danach kommt die schlimmste Szene. Die sind beim zweiten Mal fertig, dann dreht sie sich direkt von ihm runter, aber sofort auf die Bettkante, zieht sich so den Schlüpper hoch, die Jeans an, steht auf und geht. Also ich weiß nicht, aber mir fehlen da die 10 Sekunden, wo sie zum Bad läuft, so... Oh, da haben einige gestern noch gebumst, ja. Das ist ein schönes Bild, das ist wirklich ein schönes Bild. Geht übrigens nur, wenn die Frau beim Sex unten liegt. Das geht, wenn sie oben liegt, dann geht das nicht. Dann ist das so, oh, Entschuldigung, es tut mir leid. Das ist so ein bisschen wie diese Untersuchung Ultraschall im Bauchbereich, wenn der Arzt fertig ist und gibt euch die Tücher und ihr habt das Gefühl, irgendwas falsch gemacht zu haben. So, hier auch. Hier auch? Wie kommt das denn da hin? Das geht ja gar nicht weg. Und jedes Mal, wenn er fragt, brauchen Sie mehr Tücher? Nee, das geht schon. Ich zieh das T-Shirt drüber, alles gut. Deswegen gehe ich nicht in Diskotheken, weil die haben da Schwarzlicht und ich weiß nicht, was 30 Grad alles rauskriegt. Viel Spaß bei der Party. Danke, Mann. Party? Oh Gott, keine Party. Das ist schwierig. Ist ein schönes Bild. Nicht so schön ist, wenn man seine Eltern besucht, man kommt rein und die Mutter durch den Flur. Hallo, Thomas. Schon dreimal gesehen letzte Woche. Das ist... Ich glaube, die bumsen nur noch, um mich zu ärgern. Das Timing ist immer perfekt. Sie läuft immer da durch. Ich komme ganz, ganz leise mit dem Schlüssel rein. Hallo, Thomas. Als wenn sie da um die Ecke stehen würde. Doch, der kommt immer dienstags. Wir warten. Das ist ein schönes Bild. Also das mit der Mutter nicht. Es gibt so viele schlimme Bilder, die ich im Kopf habe manchmal. Ich habe zum Beispiel, es kommt ein anderes Thema, Klassentreffen gehabt. Und ich habe 10-jähriges Klassentreffen gehabt. Genau, ich bin dreimal sitzen geblieben und das ist okay. Ich bin in 4 Abi-Büchern mit Foto, Zitaten und als Ehemaliger und habe kein Abitur. Musste auch erstmal hinkriegen. So. Und was du da siehst, ist der Wahnsinn. Ich gehe da gerne hin, um das zu sehen, weil du triffst nach 10 Jahren die Leute, die du schon früher gehasst hast und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass sie nach 10 Jahren alle hässlicher geworden sind. Und das tut mir gut. Ich gehe da rein, so, kennen wir uns? Ach, du hast beim letzten Mal noch Haare. Sorry. So. Und ich finde es schön zu sehen, was Leute aus ihrem Leben gemacht haben. Und da war damals ein ziemlich guter Kumpel von mir, der war noch schlechter in der Schule als ich. Und der kam da rein mit so einem schönen Benz und sah richtig gut gekleidet aus und gesund. Und ich so, was hast du gemacht? Sagt er, naja, ich habe mein Abi nachgeholt. Ich habe Medizin studiert, ich bin jetzt Arzt. Und ich so, verarsch mich nicht. Sagt er, doch. Ich sag, was für ein Arzt bist du? Sagt er, ja, ich bin Proktologe. Okay, ein paar wissen, was die machen. Ich fasse kurz zusammen, die pflegen Arschlöcher. Das ist deren Job. Die gucken, dass da alles wieder in Ordnung ist, alles schön aussieht. Ist im Grunde wie Gärtner, nur im Haus, so kann man sagen. Unkraut, das Beet muss schön aussehen und dann einen schönen Tag. So. Und ich dachte mir, warum nicht? Also einer muss es ja machen und wenn er Spaß hat, umso besser. So. Dann dachte ich mir, aber wann im Studium kam bei ihm der Punkt, wo er sagte, Herzchirurgie? Nee. Ich mach lieber pfft. Das ist besser, ich komme da jetzt schon gut rein und raus, jetzt noch Theorie, fertig. Ist ja eine bewusste Entscheidung. Der Typ ist ja, er will es ja. Ist ja nicht so, dass irgendwie nach 30 Semestern gelost wird. Und der Nächste macht für den Rest seines Lebens Proktologie. Tut mir leid. Er will es. Er kommt nach seinem Grundstudium an den Punkt, wo er hunderte Bücher hat, mit allen Richtungen, liest das alles durch, sagt, das interessiert mich ja alles nicht. Aber Rosetten. Dafür brenne ich. Das ziehe ich durch. Das ist witzig. An der Stelle hört man selten Männer lachen. Eher ist immer so, haha, tolle Geschichte. Muss ich morgen wieder hin. Gibt ja diese legendäre Untersuchung. Ist ja quasi ein Privileg, was der Mann hat. Ist ja nur für Männer. Ich glaube, der korrekte Fachterminus ist so. P und 6F, so steht es im Duden. Und ich sage mir so, krass, ich frage mich, ist das wirklich die einzige Möglichkeit, diese Untersuchung durchzuführen? Haben die jahrzehntelang geforscht und haben gesagt, nee, das ist alles für den Arsch. Setz dich auf den Stuhl, ich hole das Gleitgel. Wirklich nur mit. Wir haben 2018, wenn ich in ein anderes Land fahre, nach Amerika, komplett andere Zeitzone, dann kann ich dort mit meinem Handy per App zu Hause in meiner Wohnung in Deutschland die Fenster elektronisch auf und zu machen, um zu lüften. Das geht. Aber hier, tut mir leid, so weit sind wir noch nicht. Pff. Nicht mal ein Bild, nur nach Gefühl. Ja, müsste passen. Wenn du da reinkommst und der Arzt ist 2 Köpfe kleiner als du, weißt du, der findet nichts. Der kleine Finger. Der kommt doch nur. Dann ist so, klopf, hallo, ja, ich bin wieder weg. So, das. Ich habe diese Untersuchung. Ich glaube sogar, dass diese ganze Untersuchung, ganz ehrlich, ich habe eine Theorie. Gut, ich war betrunken, aber die Theorie ist gut.
dass diese ganze Untersuchung gar nicht sein muss. Das ist einfach nur ein Scherz von den Krankenkassen. Doch, doch, Leute, das war bei der Techniker-Krankenkasse nach einer scheiß Weihnachtsfeier. Am nächsten Montag im Büro steht einer auf und sagt, Leute, ich habe eine richtig geile Idee. Wir machen eine neue Untersuchung und die Leute kriegen einen Finger in den Po. Ist das nicht geil? Schreibt das auf. Wir nennen sie P6F, das ist okay. Schreibt Menschen ab 45. Schreibt Männer ab 45, das wird viel lustiger. Dann schreibt irgendwas mit Vorsorgeuntersuchung, Krebs, dann kriegen die Angst und kommen. Und damit die Demütigung perfekt ist, kriegen die auch so ein Heftchen dabei, weil die jedes Jahr kommen müssen und die müssen jedes Jahr das Ding abstempeln. Und als Anreiz, wenn das Heft voll ist, 5 Stempel in 5 Jahren, dann kriegen die einen Gutschein, sagen wir Rewe 50 Euro und dann gucken wir einfach mal, wer da kommt. Nur für uns, aus Spaß. Und dann liest du das, sitzt dann da, was, das soll ich machen, Finger in den Po? Auf gar keinen Fall. Okay, Vorsorgeuntersuchung, andererseits gibt es auch Gutscheine, ist schon 50 Euro, das ist 10er pro Fick, das ist schon... Ist eigentlich okay. Und ich sage euch was, ich habe tierisch Schiss vor dieser Untersuchung. Mega Schiss. Also nicht, weil es peinlich ist oder unangenehm. Ich habe Angst, dass es mir vielleicht gefällt. Das kann passieren, das weiß ich nicht. Ich meine, ich gehe da natürlich nicht rein. So hoffentlich ist es das Hobby, was ich nie hatte. Aber es kann passieren. Du kommst da rein, hallo Herr Doktor, abstempeln, bitte machen Sie schnell. Oh... Scheiße, ich mag es. Und was machst du dann? Du gehst ja nicht aus der Praxis, trittst die Tür auf, so bam, Leute, da drin, der Hammer. Wirklich das Beste, was ich je gemacht habe. Kommt alle rein hier. Aber was machst du, wenn du es nochmal haben willst? Du kannst ja nicht jede Woche zur Untersuchung gehen. Waren Sie nicht letzte Woche schon? Ja, ja, aber ich glaube, da stimmt was nicht. Wenn Sie... Ich glaube, es ist ein bisschen tiefer, das Problem. Das wäre geil, wenn alle jede Woche dahin gehen würden. Und die bei der Techniker, oh shit, so viel Gutschein haben wir nicht. Ich habe das mal gespielt in einer ganz kleinen Kneipe und es waren so 40 Leute da. Und da war in der ersten Reihe war ein älteres Pärchen, die waren so 65, 70. Es war Totenstille. Der Typ guckt mich an, fokussiert mich und fragt ganz laut, wenn der 5 Finger auf einmal reinkriegt, kriegt er den Gutschein sofort? Leute, vielen Dank. Thomas Schmidt aus Köln. Danke, Thomas.